In der bildenden Kunst sind Werkzeug und Medium eng verbunden, aber selten kongruent. Ohne Pinsel keine Malerei, ohne Meißel oder Motorsäge keine Skulptur, ohne Kamera kein Foto und kein Film. Ganz anders hingegen mit diesem ganz besonderen Multifunktionsding, der Körper. In ihm werden nicht nur Material, Werkzeug und Kunstwerk, sondern auch Kunst und Künstler eins. Eine Absolutheit, die keinem anderen Medium innewohnt. Kein Wunder, dass die Performance Art eine wichtige Rolle in der Avantgarde spielte und in einer Zeit entdeckt wurde, in der nicht nur Künstler, sondern auch der ganz normale Bürger nach neuem Selbstbewusstsein strebten. Zu den ersten Kunstperformances im heutigen Sinne gehören die Auftritte der Dadaisten im Züricher Cabaret Voltaire und die Poesievorlesung des Vater aller Futuristen David Burliuk, die jener gern mit bemaltem Gesicht vortrug. In Japan hüllte sich Avantgarde-Künstlerin Atsuko Tanaka 1957 in ihren Electric Dress, ein Konglomerat aus bunten Glühbirnen. Im Westen wurden die 60er Jahre zur Initialzündung von Körperkunst, oft eng verbunden mit den Ideen des Feminismus, wie bei Carolee Schneemann, die in ihrer Performance Meet Joy sowohl ihren eigenen Körper als auch die andere einsetzte. In Deutschland erklärte Josef Beuys 1965 einem toten Hasen die Bilder. Alan Kapper und Wolf Fostel wiederum gelten als Mitbegründer des Happenings. Eine mythisch aufgeladene Variante hiervon, das Orgien-Mysterien-Theater von Hermann Nitsch, das die ultimative Vereinigung aller Sinne und Kunstformen verspricht. Reichlich Blut, Spucke und tote Tiere inklusive. Das Ausreizen physischer Grenzen geht kaum besser als mit dem eigenen Körper. Chris Burden lässt sich 1971 in den Arm schießen. Nacktheit spielte sowieso eine wichtige Rolle und das britische Künstlerpaar Gilbert und George machte sich selbst schließlich zum permanenten Kunstwerk, in vollendeter Symbiose aus Privatleben und Arbeit. Einen ähnlichen Ansatz verfolgten 1977 Ulay und Marina Abramović, die als künstlerisches Paar Ausstellungsbesucher zwischen ihren nackten Körpern durchlaufen ließen und nach ihrer Trennung sehr unterschiedliche performative Wege beschritten, inklusive Hypnose vor Publikum, wie sie Ulay in der Schirn durchführen ließ. Ob zart oder hart, intro oder extrovertiert, bis heute spaltet Körperkunst die Gemüter. Und selbstverständlich nutzen Performer gerne den Schockmoment, den zum Beispiel die Selbstverletzung mit sich bringt. Wie der Russe Pyotr Pawlenski, der 2013 seine Hoden als Zeichen seines Protests gegen den Kreml an den Roten Platz festnagelte. Ist die Performance deshalb besser als andere Kunstformen geeignet, die Welt zu verändern? In jedem Fall ist sie das einzige mitfühlende Kunstwerk, das einzige mit einem Bewusstsein. Ob jenes deshalb schon per Definition schlauer sein muss als unbelebte Kunst, bleibt eine ganz andere.